Heute möchte ich dir den Zusammenhang zwischen deiner Ernährung und deiner Gesundheit erklären. Wusstest du, dass es verschiedene Erkrankungen gibt, die ein und dieselbe Ursache haben? Tatsächlich gibt es die große Gruppe der sogenannten ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten. Dazu zählen zum Beispiel Erkrankungen am Bewegungsapparat, wie Rheuma oder Arthrose, Stoffwechselerkrankungen wie Übergewicht oder Diabetes, Gefäßkrankheiten wie Herzinfarkt oder Schlaganfall und noch etliche mehr. Wir tun oft so, als kämen diese Erkrankungen aus dem Nichts und wären reiner Zufall. Dem ist aber gar nicht so. Einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit oder eben Krankheit hat unsere Ernährung. Schmeißen wir Müll rein, müssen wir uns nicht wundern, wenn auch Müll rauskommt. Die Ursache liegt oft in einem Mangel an sogenannten Vitalstoffen. Also zum Beispiel Vitamine, Mineralien, Enzyme, Ballaststoffe und so weiter. Nun merken wir einen Mangel nicht sofort, wenn wir uns mal so ein, zwei Wochen ungesund ernähren. Das wäre schön. Denn dann würden wir auch den Zusammenhang sehen zwischen Ernährung und den Folgen. Der Mangel muss zumeist über 20 bis 30 Jahre bestehen, bis wir die ersten Ausfallerscheinungen überhaupt erkennen. Forscher wie zum Beispiel Cleave und Campbell sprachen von der Regel der 20 Jahre. Der Vollwertarzt Dr. Max Otto Brucker hat in den 80er, 90er Jahren diese Zusammenhänge in seiner täglichen Praxis erkannt. Was möchte ich dir sagen? Du hast es selbst in der Hand, aktiv etwas für dich und deine Gesundheit zu tun. Beschäftige dich mit einer gesunden Ernährung. Iss Lebensmittel, die reich an Vitalstoffen sind. Lass den Müll weg und vergiss nicht, du hast nur diesen einen Körper und auch nur diese eine Gesundheit.